Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Und ja, ich bin der Onkel und Cedis ist leider schon weg und der Andi ist noch da. Huhu. Ja, wir haben uns gedacht, wir bauen noch zum Turm, gell? Soll ich wieder ein Radiointerview mit dir machen? Weiß nicht, kam das gut an? Ich bin so aufgeregt. Ja, also... Es hört sich sicherlich lustig an und viele denken wieder, alte Zeiten. man kennt's doch von den Leuten, ne? Die klammern sich viel zu sehr an damals fest. Ja. Ich sag immer, hört auf, denkt nicht dran. Das war einmal. Und das ist nicht mehr. Genau. Da hat der Cedis mir hier oben wirklich meine schöne Plattform aufgerissen. Da hänge ich, ich glaube, einen kompletten Part hänge ich da dran, um den so ein bisschen auszubessern. Da reißt ihr immer wieder weg. Aber nicht schlimm, alles in Ordnung. Alles. Böser Chris. Ich habe jetzt eine kleine Plattform hier gemacht und mache jetzt hier unten noch eine etwas größere hin. So, wie man sieht, ich bin weit oben hochgekommen. Du bist weit oben hochgekommen? Ja. Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das... Ja gut, kann mal vorkommen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir wissen alle, was du meinst. Was du meintust. Ist das gleiche, wie wenn ich sagen würde, ich bin mal vorgekommen. Dann kommst du ja zu früh. Das ist auch so ein Wort. Du Schatz, ich komme mal vor. Genau. Nee, ich kam da drin mal vor, ne? Wusstest du das? Ja, das hast du davor sagst, das kann ja mal vorkommen. Okay, also langsam wird es nicht mehr ganz jugendfrei. Was? So. Klostone. So. Apropos, falls ihr euch wundert, Klostein. Sag ich auch noch Klostein. Wo ich Glowstone habe, der liebe Cedis hat es mir besorgt. Achso, Glowstone meinte ich, natürlich. Also wenn man einmal mit dem Thema anfängt, ne, kann man schon fast nicht mehr aufhören damit. Wie werde ich mein Pferd wohl da hochbekommen? Entweder gar nicht oder ich werde es hoch beamen. Wenn nicht, ich werde mir wahrscheinlich eine Leine schnappen und es dann hochfliegen. Hochfliegen? Fliegen. Fliegen? Ja, so schön am Kragen packen und dann hochziehen. Oh. Wie willst du denn hochfliegen? Mit Flügel. Hast du Flügel? Ja, wenn ich Red Bull trinke in dem Spiel, ja. Red Bull verleiht. Ich meine, das ist ein riesen Modpack und alles kann man auch nicht wissen. Gibt es das ja wirklich? Nee. Nein. Das nennt man dann natürlich GEMA-Gedöns. Das nennt man dann natürlich wieder mal verarscht. Der Onkel wurde wieder ordentlich verarscht. Ja. Ja, super, super. Wundervoll. It's a prank. It's a prank, Bro. Das ist genau das, was ich brauche. Eine Verarsche. Achso, ja. Bitteschön. Bitteschön? Hab ich gern gemacht. Ja, kein. Das ist sehr, 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 sehr nett von dir. Ja, ich wusste doch... Dass du immer wieder mal sowas brauchst. Ja. Damit es dich wieder in die Spur neu hebt. Ich stehe drauf. Boah, gleich so eine. Schlingel. So, was brauche ich denn jetzt nochmal? Ich brauche nochmal die Blätter. Ich frage mich aber gerade, warum ich die hier rein tue und nicht da drüben in die... Und nicht da drüben in die... Entern? In die andere Kiste, in die Blockkiste, Kistblocke. 360 MLG Water. Boah, fast, das war knapp. Das war knapp. Hätte ich fast die Blätter geküsst. Knapp, oh, jetzt so. Wird's dunkel, jetzt muss ich mal ganz kurz vor der Haustür gehen. Weil ich möchte mir das mal ganz kurz angucken. Mit meiner Spitze. Ja, so habe ich mir das gedacht. Dann leuchtet nämlich der Baum. Ah, das ist ja schon wieder ein Zombie. Ich leg nicht mal schlafen. Scheiße, ich muss noch mal außen rumlaufen. Es tut mir leid, ich muss noch mal ganz kurz, weil im Dunkeln sieht man es am besten.
Nein. Und das sieht man, das sieht man richtig gut. Das müsstest richtig du ja von dir aus auch. Du müsstest doch mein Haus jetzt auch leuchten sehen und dunkeln. Nein. Oder? Von dir aus? Nicht, klar. Nein. Nein. Ja, sehe ich nicht. So weit kann ich nicht gucken. Ich kann keine über 1000 Blöcke gucken. Ach so. Ja. Oh, ich habe mir wieder scheiß Blumenstöcke in der Wohnung gepflanzt. So, ich gehe schnell ins Baden. Baden. Ich gehe schnell schlafen, meine ich. So, puff, zack. Zieht das Binzer das Spiel verlassen. Ja. Guten Morgen. So. Ah, da schießt jemand Pfeile nach mir. Das ist sogar zwei, nee. Also das ist bestimmt der Robin. Nein. Der Robin Hood. So, wenn ihr mit Pfeilen nach mir schießt, schieße ich mit Pfeilen nach euch. Das ist aber, das ist euch schon klar, ne? Das macht er, ja? So. Wirklich? Ich schieße auf Skelette, die mit Pfeilen nach mir schießen. Und nach meinem Pferd. Kann ich denn hier an der Seite? So, ich werde erstmal wieder in den Wald gehen, denn... Das sieht schon mal viel, viel besser aus, nur bekommt er mehr Kontur, wenn ich den noch breiter mache. Unten breiter und dann geht er oben etwas näher zusammen, kommt es viel, viel cooler. Und dann benötige ich auch noch tonnenweise Blattwerk. Er hat Blattwerk gesagt. Oh, okay. So. Ja. Super. Ich hoffe, da kommt mir dann nicht wieder der liebe C, das ist dazwischen und baut mir hier wieder alles weg. Weil jetzt habe ich endlich... Doch, das tut er. Oh, nein. Ach Mann, jetzt muss ich nochmal runter und nochmal hoch. Ach Mann, jetzt habe ich einen scheiß Glowstone vergessen. Ein einziges hast du vergessen? Mhm. Schäm dich. Ja, tue ich auch. Aber erst später. So. Das muss da rein. Und du kommst raus. Ich habe ja einen Trank der Heilung. Den habe ich bei der Hexe rausgeholt. Die ich uns getötet habe. Das hast du bei der Hexe rausgeholt? Wo? Einen Trank der Heilung. Ja, wo hast du den bei der Hexe rausgeholt? Ach, Mensch. Muss man so viel aufpassen, was man erzählt, Mensch. Hä? Was passiert? Ja, wenn man einmal mit so einem Thema anfängt, ne? Ja. Also mit sowas Zweideutigen. Kann es nicht gut enden. Pief. So, hier habe ich alles. Hier möchte ich nochmal gucken. So. Ach nee, hier habe ich es ganz vergessen. Ich könnte kürzen, ich kann jetzt nochmal runterlaufen. Hast du das Klostein schon wieder vergessen? Ich habe nicht das Klostein vergessen. Diesmal habe ich einen kompletten Block vergessen hinzusetzen. Ach, schön. Hier habe ich es auch. Oh Mann. Hier habe ich es aber auch vergessen. Hier habe ich's. Okay, jetzt brauche ich noch einen so einen schrägen Block. Oh, und ich wollte jetzt gerade fertig sein hier mit dem Haus. Mit dem Dach. Und dann will ich nämlich unten mein Dings anfangen. Mein Bienenzeug. Ich will nämlich Honig machen. Habe ich ja schon tausendmal gesagt. Ja. Und dazu will ich meinen kleinen Garten da hinten ein bisschen nutzen. Glaube ich zumindest. Dass ich das will. Glaubst du das zumindest? Dass ich das will. Du bist festen Glaubens überzeugt. Ich bin aber hier von uns allen der Einzige, der das noch mit Kisten macht, hier seine Ordnung, sein System. Was heißt System? Ja. Ich habe eigentlich gar kein System. Das Chaos-System. Ja. Habe ich noch Eizen? Eizen? Eizen, genau, noch zwei Eizen. Ich Vollhorst, ey, das kann doch nicht. Ach doch, warte mal. Uiuiui, zum Glück bin ich doch nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Nur ein bisschen. Nur so ein bisschen. Tat's wenigstens weh? Warte. Nö. Nee, schade. Es ist erst gut, wenn's weh tat. Sehr gut. Ich hab ein Pilzblöckchen abgebaut. Shit. Das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir das fertig. Und jetzt geht's wieder runter. Und da räumen wir die ganze Scheiße mal da ein. Oh. Hm.
Du kommst da rein. Du kommst da rein. Wow. Oh, zum Glück habe ich noch Platz. Da kommt der Trank rein. Hier kommt Glowstone rein. Mein Inventar ist voll. Hier kommt das rein. Ich überlege, ob ich vielleicht doch in mein Grundstück so kleines bisschen Felder, Wiese oder so, also Felder, Wiese, was erzähl ich denn? Irgendwas anbauen soll, gewesen. Ein bisschen gewesen. Ackerland. So ein kleines bisschen, ha. Nur so ein bisschen. Abisala. Komm, der Chris das nächste Mal auf dem Server. Onkel, was hast du gebaut? Ich habe keinen Platz mehr zum Bauen. Ja, mein Feld hin, das, mein Weizenfeld kommt hier auf der anderen Seite. Das kommt da, 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 hier, da. Natürlich bloß so ein bisschen so klein, so ein paar Möhren, Kartoffeln und so. Nur eine hundertfache Ausfüllung, oder? Was habe ich hier? Gartensäule. Gerade mal 8 Stück, damit komme ich. Wenn du zu mir hochgehst und dann in den Kompostbin reinschaust, da ist es drin. Noch mehr, genügend. Okay, dann gehen wir mal den lieben Andi besuchen. Der gar nicht da ist. Was? Ja, ich bin nicht da. Achso, die Brücke, die habt ihr ja auch noch nicht, ne? Das ist, die benutze ich jetzt hier schon öfters und ja, die hat, weil wir ja das letzte Mal noch rumdiskutiert haben, wie machen wir jetzt am besten hier mal den Weg und bla bla bla. Und da hat sie das jetzt hier mit so einem kleinen Blätterübergang gemacht. Finde ich schön, passt ins Bild. Kann man mal machen. Ja, ist eine natürliche Brücke. So. Au. Die hat mich verhupft. Da kann mir mal ein paar Möhren abgeben. Ich glaube, ich habe nämlich gar keine Möhren. Bis das nächste Mal spielt, sind die wieder nachgewachsen. So. Ach, da hat ja auch eine Brücke drüber gebaut. Cool. Ja. Frist Trap hat er ja auch reingebaut, okay. Einen muss ich noch höher springen. Immer diese hohen Bäumstämmchen. Aber ja, gibt mehr Holz. Umso mehr Holz, umso glücklicher bin ich. So, was hat sich denn hier oben so getan? Oh. Hast du ja eine Bambusfarm gemacht? Nee, wie nennt sich die? Boah, also falls du davon was brauchst, bedien dich. Boah, alter Schwede, hast du da viel gehauen. Cool. Ja, ich muss ein bisschen Bergabdeckung. Ach, ich sehe gerade, da ist was dazwischen, dahinter. Dahinter, dazwischen. Hm? Wo dazwischen? Dahinter den ganzen, also zwischen den ganzen Bambus-Dingern ist was. Normalerweise eigentlich nicht. Ja, doch ein Berg. Aber ist nur ein Berg. Ja, das was dazwischen. Da klemmt ein Berg dazwischen. Aber wenn du ihn nicht beachtest, ne, tut er dir auch nicht weh. So, ich fülle hier mal das Ganze. Du hast ja die Hühner im Berg drin, ne? Die gehen dann hier unten, scheißen die dann die Eier rein, richtig? Ja. Das ist eigentlich schon eine. Aber das sind nur 3 in der Batterie drin. Deswegen sind so wenig Eier drin. Wenig? Jetzt sind noch wenig. Es gibt noch weitaus mehr. Also würde ich die mit 8 Stück reinhämmern. Würden die mir Eier legen ohne Ende. Okay, also. Wo muss ich hingucken? In welche. Du hast ein Creeper im Haus, du hast ein Creeper im Haus. Alter. Nicht im Haus, sondern vorm Haus. Nein, im Rechts Haus. Neben der Tür. Achso, aber im Haus hast du einen Creeper stehen. Ach, lass den noch da. Soll das einen Spaß haben. Ich habe nur das Licht abgeschaltet, ne? Sonst verbraucht es ein bisschen mehr Ressourcen. So. Das sollte aber erstmal fürs erste an Blattwerk reichen. Ich weiß, ich brauche noch viel, viel mehr. Aber für den Anfang reicht's.
Soll ich, achso, ich habe ja gar nichts zum Reinschmeißen. Machst du das, führst du das dann selber nach? Ja. Okay, gut. Gut, dann. Und da kannst du zum Beispiel auch den Bambus abhäckseln bis auf 1. Der wächst auch schnell nach. Und kannst das reinlegen. Achso, dann mache ich das doch glatt und würde ich den mal hier nachfüllen. Also bis auf der Höhe 1, ne? Alter Schwede, da kommt so viel runter. Ja. Ja, immer, also wenn du das auf der, auf 1 über dem Erdblock sind 19 Stück. Na, wie bei, ja, nicht so viel, aber ist eigentlich wie bei Zuckerrohr. Ja. Ja. Nur das Zuckerrohr maximal auf 3. Pflanzen die sich auch von selber ein? Ja, die werden sich auch von selbst einpflanzen. Und das ist eine Plage. Ja, weil die jetzt hier natürlich die hier oben rumliegen, wo ich nicht rankomme. Auf die Bäume. Ach, da macht's nichts. Ja, der ersten sind schon wieder nachgewachsen hier. Also nicht so ganz hoch, aber. Okay, dann hau ich das hier mal hier rein und dann. So. Äpfel habe ich doch. Ist es jetzt besser, wenn ich die teile oder ist es besser, wenn ich die in einem Stack reinlege? Das kannst du in einem Stack reinlegen. Okay. Gut, dann habe ich das. Dankeschön, lieber Andi. Und, bitteschön. Wir haben wieder dunkel. Ja. Und ich sehe gerade, also mein Haus, es sieht schon, doch, sieht schon ganz nett aus. Also passt schon. Bin ich jetzt nicht so ganz unzufrieden mit meinem Gebilde. Ups. Ja, also meine Insel, die wird natürlich noch ausgebaut, dass sie schöner aussieht. Aber der Stamm, der kommt jetzt schon gut rüber. Ja, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist zum Schlafen. Warte mal, hat hier der Cedis noch ein Bett drin? Dann gehe ich gleich hier hin. Nee. Ich weiß auch nicht, bei Cedis und Häuser blicke ich immer nicht durch. Ich gehe zu mir schnell rüber. Ja. Seitdem man mal umgebaut hat, ist alles anders. Bin gleich da. Haustür rein. Treppen hoch. Links abbiegen. Rechts Bett. Schlafe. Ich habe mal mein. Ah, es ist morgen. Morgen, Zombies. So, jetzt wollten wir mal unten gucken. Wegen ein paar kleinen Felder schon so ein bisschen wenigstens. So. Alter, was zum Geier passiert hier? Oh, der Sonnenaufgang, der ist auch so schön. Ganz schön. Ja, ich vergesse den irgendwie immer mir anzuschauen. Weg mit den Gehirnen. Ich hab genügend Hirn in mein Hirn. Deswegen brauche ich kein Hirn mehr. Ja, gewachsen, so. Mann, das sieht richtig behindert aus. Aber ja. So. Was brauche ich denn dazu jetzt noch? Da kann ich erstmal hier den Mist weglegen. Habe ich denn jetzt hier Werkzeuge? Wo habe ich die denn? Ach, hier drin, glaube ich. Habe ich selber mit da rein. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall keine Schere mehr, ich brauche keinen Hammer mehr, ich brauche keinen Sichel mehr. Sichel mehr sage ich schon. Kein Schüssel. Ich brauche keinen Stick. Ich brauche kein. Das. Hab ich denn? Nein, hast du nicht. So, aber hiermit würde ich dann mal sagen, war es das für die heutige Folge. Schön, wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Natürlich auch mal wieder mit dem Onkelchen, der ist bei der nächsten Folge mit Sicherheit wieder dabei. Jo, ausnahmsweise. Wieder ohne den Chris. Macht halt nichts. Also, der muss jetzt nicht wirklich überall dabei sein, ne? Muss er durch, wenn er nicht will. Dann. Ja, dann können wir wenigstens mit Gangschaltung spielen. Genau, richtig. Jo, und hiermit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.